Wir freuen uns, dass Sie da sind. Das war heute für die meisten mit gewissen Komplikationen zu versehen, hier anzukommen. Und ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Herr von Seltmann, Sie sind hier schon häufiger im Haus gewesen, Sie sind auch bekannt, haben auch Freunde hierher mitgebracht. Ich muss Sie, denke ich, auch gar nicht lange vorstellen. Sie sind Schriftsteller, Sie sind Journalist, Sie waren auch in Leipzig längere Zeit tätig und sind durchaus in den Welten unterwegs. Ich freue mich darauf, von Ihnen heute zu hören, wie es zu diesem Buch kam, was Sie da bewegt und wie Sie uns in dieses Buch und in dieses Wir sind da, was es eigentlich bedeutet, mit hineinnehmen. Sie waren zu allen Zeiten eine kleine Minderheit, aber sie leben länger in Deutschland als die Deutschen. Sie folgten den Lehren und Riten einer uralten Religion und waren Pioniere der Moderne und Wegbereiter der Aufklärung. Sie studierten Schriften in einem archaischen Alphabet und besangen die urdeutsch-romantische Lorelei. Sie waren Untertanen von Kardinälen, Königen und Kaisern und strebten nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Sie waren ewig auf Wanderschaft und schleppten mit sich ein portatives Vaterland, die Bibel. Sie waren weltweit vernetzt und wohnten in dunklen Gassen und prunkvollen Palais. Sie wurden gedemütigt und geehrt, bedroht und beschützt, hofiert und heimgesucht. Sie trugen Kaftane und handelten mit Vieh, sie trugen Krawatten und handelten mit Aktien. Ihre Bankiers finanzierten die Armeen und Kriege der Mächtigen, ihre Frauen versorgten die Ohnmächtigen und Armen. Sie waren Gläubige und Ungläubige, Gerechte und Ungerechte, Arme und Reiche, Arbeiter und Ausbeuter, Kommunisten und Kapitalisten, Bohemians und Bettler, Fremde und Vertraute. Sie suchten nach ihrer Identität und mussten sich immer wieder neu erfinden. Sie waren Außenminister, Bildungsbürger, Chanteuse, Dichterin, Eisenbahnpionier, Frauenrechtlerin, Giftgaserfinder, Hausierer, Industrieller, Juwelier, Kaftanschneider, Lumpenproletarier, Mediziner, Nobelpreisträger, Operettenkomponist, Pazifistin, Quantenforscher, Revolutionärin, Salondame, Theaterdirektor, Unternehmerin, Viehhändler, Weinbauer, Xylophonspieler, Yogalehrerin, Zeitungsbesitzer, Juden in Deutschland. Als im Jahr 321 Juden auf heutigem deutschen Territorium zum ersten Mal urkundlich erwähnt wurden, war an so etwas wie ein Staatsgebilde namens Deutschland nicht zu denken. Das Dokument war ein Edikt des römischen Kaisers Konstantin an den Stadtrat einer römischen Kolonie, die am Rhein die Grenzen des römischen Reiches gegen die barbarischen Teutonen sichern sollte und in der auch Juden lebten. Erst Jahrhunderte später wurde aus dieser Kolonie, der Colonia Agrippina, die Stadt Köln. Als das mitteleuropäische Judentum seine Hoch- und Blütezeit erlebte, nahm das Staatswesen, das später Heiliges Römisches Reich deutscher Nation genannt werden sollte, gerade erst seinen Anfang. Als 1871 mit dem Deutschen Kaiserreich der erste deutsche Nationalstaat gegründet wurde und Juden endlich rechtliche Gleichberechtigung, zumindest auf dem Papier, erhielten, zählte der jüdische Kalender bereits das Jahr 5631.
Zuerst waren also die Juden, dann kamen die Deutschen. Einer der Juden, die in Deutschland lebten, wurde ungefähr gut 1000 Kilometer östlich von hier geboren, in einer Vielvölkerstadt. Ich komme gerade praktisch aus Schwerin und war sehr froh, dass ich dort Mitglieder der jüdischen Gemeinde getroffen habe, die aus dieser Stadt stammten. Denn ich bin ein großer Freund der jiddischen Sprache und sie sprachen Jiddisch. Wir haben gerät ein jiddisch Wort. Verfier das Schmues, so man sagt. Die Stadt, die ich meine, Czernowitz in der Bukowina. Und aus dieser Stadt stammt einer der berühmtesten Tenöre des 20. Jahrhunderts, der Kantor und Kammersänger Josef Schmidt. Josef Schmidt war nur 1,54 Meter klein und deshalb blieb ihm die große Opernkarriere verwehrt. Aber er nutzte die damals neuen Medien, den Rundfunk, die Schallplatte, und wurde dadurch einem breiten Publikum bekannt. Von April 1929 bis zum Verbot im Februar 1933 war seine gottbegnadete Stimme, so sagte man, in über 40 Rundfunkaufführungen zu hören. Bis 1936 veröffentlichte er 220 Lieder auf Schallplatte. Und nach Deutschland gekommen war er 1925 als 21-Jähriger, um in Berlin Musik zu studieren. Der Tag seines größten Erfolges war zugleich einer der bittersten in seinem Leben. Am 9. Mai 1933 hatte Josef Schmidts Film Ein Lied geht um die Welt im Berliner Uferpalast Premiere. 3000 Zuschauer, so viel gingen damals ins Kino, feierten ihn frenetisch. Unter den Zuschauern war auch Josef Goebbels, Reichspropagandaminister, der Josef Schmidt nach dem Motto »Wer Jude ist, bestimme ich« zum Ehrenarier ernennen wollte. Doch dazu kam es nicht mehr, denn am nächsten Tag wurden überall in Deutschland die Bücher verbrannt und auch für Schmidt und seine Musik gab es keine Zukunft mehr in Nazi-Deutschland. Der völkische Beobachter denkt, das Lied, das heute durch Deutschland klingt, hat anderen Rhythmus, hat schärferen Marschtritt, hat aufpeitschendere Melodien, kommt aus ehrlicherem Herzen als das, was wir in dem Film hörten. Der Marschtritt eines Millionenvolkes hat nichts mit dem zu tun, was uns ein Volksfremder vortäuschen will. So der völkische Beobachter. Gott sei Dank hören wir jetzt nicht irgendwelche Marschtritte, auch wenn sie eben zu hören waren, als die Hooligans von Roter Stern Belgrad hier vorbeizogen. Ich verstehe ja ein bisschen serbokratisch und ihre nationalistischen Gesänge von sich gaben. Hören wir lieber etwas Angenehmeres, nämlich die gottbegnadete Stimme Josef Schmidts. Oh,
dem einen, von dem wir meinen, es wäre das Glück, die große Liebe. Es kommt ein Tag, wo wir erschienen. Nein, wie bist du schön? Dein Lied geht die Welt, ein Lied hat euch gefällt. Die Melodie erreicht die Sterne, jeder von uns. Auf die Zeit, dass sie bleibt ewig sein. Von Liebe singt das Lied, von Treue singt das Lied, und es wird nie verklingen, man wird es ewig singen, geht auch die Zeit, das Lied bleibt in Ewigkeit. Josef Schmidt starb auf tragische Weise im November 1942 in der Schweiz, in die er vor den Nationalsozialisten geflohen war. Er war noch keine 40 Jahre alt. Diejenigen, die ihn auf dem Gewissen haben, sind tot, aber die Lieder von Josef Schmidt leben weiter, bleiben für die Ewigkeit. Wenn du jung bist, gehört dir die Welt. Ein Stern fällt vom Himmel und natürlich, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Wir werden ihn später noch einmal hören. Ja, Josef Schmidt ist heute Abend da in seinem Lied und wir alle sind heute Abend da, hier im Leipziger Arjowitsch-Haus. Und so ist heute ja zwar nicht der schönste Tag in meinem Leben oder zumindest noch nicht, aber doch ein sehr schöner, dass Sie es alle geschafft haben, trotz der Umstände hier ins Haus zu kommen. Ganz herzlichen Dank also für die Einladung, Arjowitsch-Haus und Ihnen vom Christliche Arbeitsgemeinschaft, danke, und dass ich hier sein kann, und herzlichen Dank auch an Sie alle, die sich heute auf den Weg gemacht haben. Bis aus Chemnitz sind Leute gekommen. Ja, wir sind da. Inzwischen sind es 1702 Jahre. Als ich von dem Vorsitzenden des Vereins 1700 Jahre jüdisches Leben gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könne, das Buch zum Festjahr zu schreiben, hatte ich gleich zugesagt, ohne zu ahnen, was auf mich zukommen würde. Und so stellte ich schon bald fest, ein möglichst reales Bild von 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland oder auf deutschem Gebiet zu zeigen, das kommt einer Quadratur des Kreises gleich. Die jüdische Geschichte und Gegenwart ist so vielfältig, so reichhaltig und auch so kompliziert, dass sie eigentlich eine mindestens zehnbändige Ausgabe erfordert, um ihr gerecht zu werden. Das, was ganze Bibliotheken füllt, in einem Band unterzubringen, das wäre auch für ein Genie wie Albert Einstein eine Herausforderung gewesen. Was also tun? Orientiert bei der Auswahl des Stoffes habe ich mich schließlich am deutschen Judentum der Gegenwart
an den zentralen Fragen und Herausforderungen der Jüdinnen und Juden, die heute in Deutschland leben. Und das sind eine Menge Fragen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Was ist uns wichtig? Welche Gesellschaft wollen wir? Ist ein normales jüdisches Leben in einem Land wie Deutschland überhaupt möglich? Das Buch habe ich auch geschrieben in der Zeit, als auf die Synagoge in Halle das Attentat verübt wurde. Da war die Frage sehr aktuell, sollen wir in Deutschland bleiben oder gehen? Und wie ich in den letzten Tagen mehrfach gehört habe, ist diese Frage heute wieder und sogar noch aktueller angesichts der wachsenden Judenfeindschaft offen zur Schau getragen von allen Seiten, nicht nur von Nazis, sondern auch von Hamas-Verehrern und auch gerade auf der linken Seite. Ich bin auf all diese Fragen im Buch ausführlich eingegangen und natürlich auch auf die grundsätzlichen Fragen, auf die man dann automatisch stößt. Was ist das Judentum eigentlich? Eine Religion? Oder sind die Juden ein Volk, eine Nation? Oder beides? Was verbindet zum Beispiel eine jüdische atheistische Kommunistin oder kommunistisch-atheistische Jüdin, die an keinen Gott glaubt, mit einem streng gläubigen Anhänger der ultraorthodoxen Chabad-Bewegung, der sein ganzes Leben an den 613 Geh- und Verboten der Tora orientiert? Was haben die beiden eigentlich gemeinsam? Und damit sind wir bei der Mutter aller dieser Fragen, deren Beantwortung ebenfalls der Quadratur des Kreises gleichkommt. Wer ist eigentlich Jüdin? Wer ist eigentlich Jude? Die Halacha, das jüdische Religionsgesetz und die orthodoxe Tradition geben darauf eine einfache und klare Antwort. Jüdin und Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. Oder wer offiziell, bestätigt durch ein Beit Din, ein Rabbinatsgericht, nach einem oft mehrjährigen Prozess offiziell zum Judentum übergetreten ist. Es gilt also das sogenannte Mutterprinzip. Doch was ist mit den sogenannten Vaterjuden, die einen jüdischen Vater, aber keine jüdische Mutter haben? Gehören sie zum Judentum oder nicht? Die Kinder einer jüdischen Mutter sind auf jeden Fall Juden. Wenn sie eine jüdische Mutter hat, wäre auch eine kommunistische Atheistin eine Jüdin, selbst wenn sie nie in ihrem Leben eine Synagoge von innen gesehen hat. Und ihre Kinder wären ebenfalls Jüdinnen und Juden, selbst wenn sie das Judentum nur noch vom Hörensagen kennen. Aber hält dieses altehrwürdige Gesetz, das sich erst in der römischen Antike herausgebildet hat, der Vater konnte ja jeder sein, auch ein Grieche, ein Römer, ein Germane, bei der Mutter war es klar, hält dieses altehrwürdige Gesetz der heutigen Wirklichkeit stand? 80-90% der heute in Deutschland lebenden Judenheit stammt aus der Sowjetunion und deren Nachfolgestaaten. Über 200.000 kamen nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Sowjetimperiums als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Und viele von ihnen haben einen jüdischen Vater, aber keine jüdische Mutter.
kein Zweifel, die Jüdinnen und Juden aus der Sowjetunion haben das deutsche Judentum gerettet. Ohne sie gäbe es außerhalb weniger Großstädte keine jüdischen Gemeinden mehr, wäre das Judentum in Deutschland auf wenige tausend Seelen geschrumpft. 1989 lebten in der Bundesrepublik keine 30.000 Juden mehr. In der DDR waren es einige hundert, die sich einer der Gemeinden angeschlossen hatten, und vielleicht 1.000, 2.000, die Jüdinnen und Juden waren, ohne einer Gemeinde anzugehören. Zum Vergleich, vor dem Zweiten Weltkrieg lebten rund 550.000 bis 600.000 Juden in Deutschland. In über 2.500 Orten und Städten auf deutschem Boden waren sie zu Hause, bis sie in der Zeit des Nationalsozialismus von ihren christlichen Nachbarn vertrieben oder ermordet wurden, auch hier in Sachsen. Wer ist Jude? Wer ist Jüdin? Diese Frage wird innerjüdisch heftig diskutiert. Und die Antworten fallen sehr unterschiedlich aus. Ich war mal eingeladen vom Zentralrat der Juden zur Jahrestagung der Initiative Meet a Jew. Meet a Jew, das ist eine Initiative, wo man sich Jüdinnen oder Juden zu so einem Abend wie heute einladen kann, zu einer Schulklasse, zu einem Verein, damit die Jüdinnen und Juden aus erster Hand erzählen können, was jüdisches Leben eigentlich ist. Ich brauchte bei meinen Veranstaltungen dort schon recht bald überhaupt nichts mehr zu sagen, denn untereinander wurde die Frage, wer ist Jüdin, wer ist Jude, so heftig diskutiert, dass ich gar nicht mehr gebraucht wurde. Die Antworten waren sehr vielfältig. Und für mich war das ein erfreulich positives Zeichen für die Vielfältigkeit des Judentums. Was habe ich gemacht? Ich habe mich Rabbiner Arthur Herzberg angeschlossen in meiner Antwort auf die Frage. Herzberg, geboren, glaube ich, irgendwo in Deutschland in den 20er Jahren, hatte in seinem großen Alterswerk 2000, Who is a Jew? Wer ist Jude? Die Frage ausführlich behandelt auf über 500 Seiten. Und er kam zu dem Schluss, für mich ist jüdische Identität sehr klar definiert. Für mich ist der Jude sein will. Das ist natürlich für orthodoxe Ohren nicht unbedingt, stößt da nicht unbedingt auf Begeisterung. Aber ich hatte jetzt in Schwerin ein Gespräch mit dem Landesvorsitzenden der dortigen Gemeinden. Wir hatten ein wunderbares Gespräch und er erzählte, dass er zwei Söhne hat. Der eine ist liberal, der andere orthodox, aber seien doch alle eine Familie. So hatte ich also mit dieser Antwort, Jude ist, wer Jude sein will, diese Frage für mich gelöst, doch die nächste folgte sogleich. Was ist mit all den Jüdinnen und Juden, die im 19. Jahrhundert, in der Zeit nach der Aufklärung, die mit den Schlagworten Emanzipation, Assimilation bezeichnet wird, was ist mit all denen, die das Judentum verlassen hatten und sich christlich taufen ließen? Was ist zum Beispiel mit der Berliner Salondame Rachel Farnhagen, mit dem Dichter Heinrich Heine, mit den Mendelssohn-Bartholdys, mit dem Journalisten und Freiheitskämpfer Ludwig Börne? Gehören sie zu 1700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland oder nicht? Ich konnte und wollte auf sie im Buch wirklich nicht verzichten und so sagte ich, ja, laut der Definition von Herzberg gehörten sie dazu, aber eigentlich wollten sie ja keine Juden mehr sein.
Nehmen wir zum Beispiel Ludwig Börne, heute bedauerlicherweise weitgehend vergessen. Börne wurde 1786 in der Frankfurter Judengasse geboren und sein eigentlicher Name war Judah Löb Baruch. Seine Muttersprache war Teitsch, das Judendeutsch, später Jiddisch genannt. Gestorben war er 1837 im Pariser Exil. 1818 ließ er sich evangelisch taufen, weil er sich wie sein Hauptfreund und Hauptfeind Heinrich Heine mit dem Übertritt zum Christentum, das, wie Heine es genannt hatte, Ordre Billet, die Eintrittskarte in die christliche Mehrheitsgesellschaft, erhoffte. Es war vergebens. Beide Ruhestörer, wie der große Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki Börne und Heine bezeichnet hatte, beide Ruhestörer litten zeitlebens unter ihren zerrissenen Herzen. Und als Neuchristen wurden sie jüdischer als je zuvor. Von Börne stammt das Zitat, das wie ein Motto über dem Buch steht. Und er schrieb diese Worte 1832, also nach 14 Jahren als Christ. Es ist wie ein Wunder. Tausend Male habe ich es erfahren und doch bleibt es mir ewig neu. Die einen werfen mir vor, dass ich ein Jude sei, die anderen verzeihen es mir, der Dritte lobt mich gar dafür, aber alle denken daran. Sie sind wie gebannt in diesem Judenkreise, es kann keiner hinaus. Mutet mir ziemlich aktuell an. Gott sei Dank fand ich dann einen Gewährsmann, um nicht nur die Vaterjuden, sondern auch die getauften Juden wie Rachel Farnhagen, Börne und Heine und so weiter ins Buch aufnehmen zu können. Und dieser Gewährsmann ist in Leipzig sehr bekannt, denn nach ihm wurde hier ein Institut benannt. Geboren 1860 in einem weißrussischen Städtel, ermordet 1941 in Riga, vielsprachig, viel reisend und er gilt bis heute als der bedeutendste Historiker der jüdischen Geschichte. Sein Name Simon Dubno. Dubno lebte von 1922 bis zu seiner Flucht vor den Nationalsozialisten im August 1933 in Berlin. Berlin war für ihn ja die Hauptstadt der Wissenschaften. Dort hoffte er, sein großes Opus Magnum vollenden zu können. Das war nämlich seine zehnbändige Weltgeschichte des jüdischen Volkes. Er hat es auch geschafft in Berlin. Und ja, für Dubno, wie für fast alle Ostjuden sogenannte, war das Judentum in erster Linie eine Nation, ein Volk und nicht Religion. 1931 veröffentlichte Dubno, er konnte auch kleine Bücher schreiben, ein Schulbuch in jiddischer Sprache. Jüdische Geschichte für Kinder. Und in ihm erzählt er die jüdische Geschichte als Familiengeschichte. Zitat Simon Dubno: Einst hatten wir unser eigenes Land, Eretz Israel, und eine einheitliche Sprache für das ganze Volk. Später wurden wir in alle Länder zerstreut und sprachen unterschiedliche Sprachen. Aber überall fühlten wir uns wie Kinder einer großen Familie, wie Brüder und Schwestern. Eine Familiengeschichte zu erzählen, das war für mich einleuchtend.
Denn in einer Familiengeschichte haben alle ihren Platz. Die Vaterjuden, die getauften Juden, auch die schwarzen Schafe, die jeder Familie so ein bisschen peinlich sind, die notorischen Streithähne. Aber das Konzept, eine Familiengeschichte zu erzählen, lässt sich natürlich auch hinterfragen. Und es soll auch in Frage gestellt werden, denn seit den ersten Anfängen gibt es im Judentum eine ausgeprägte Kultur des Fragens. Auch das unterscheidet es ja vom Christentum. Wer die Bibel ein bisschen kennt, weiß, dass bereits Stammvater Abraham die Entscheidungen Gottes hinterfragt und mit Gott gestritten hat, zum Beispiel bei Sodom und Gomorra. Mein langjähriger Freund Jaron Karol Becker, ein Philosoph, Historiker, Dolmetscher von Gorbatschow gewesen, geboren 1941 in Jakutsk in Sibirien, er pflegt auf die Frage, was es für ihn bedeutet, Jude zu sein, zu antworten: Jude zu sein heißt, Fragen zu stellen. Und er fügt gerne sogleich einen Witz hinzu. Warum antwortet ein Jude auf eine Frage immer mit einer Gegenfrage? Nun, warum nicht? Ich hatte in den 1990er Jahren zu besseren Zeiten das große Vergnügen, in Jerusalem leben zu dürfen. Und da habe ich mich mit dem großen Shalom Ben-Jorin ein bisschen angefreundet. Sicherlich auch hier in Leipzig ein Begriff. Er gilt als der große Versöhner, als der große Protagonist des christlich-jüdischen oder jüdisch-christlichen Dialogs nach der Shoah. Und Shalom hat mir eines regelrecht eingetrichtert: Uwe, das eine Judentum gibt es nicht. Das Judentum hat viele Gesichter. Und eine homogene Gemeinschaft war das Judentum zu keiner Zeit seiner Geschichte. Die Vorstellung des Judentums als eines monolithischen Blocks existiert nur in den Augen seiner Feinde, der Antisemiten. Ja, um die Vielfalt des Judentums wenigstens ein Stück weit aufzeigen zu können, habe ich Musik mitgebracht von jüdischen Künstlerinnen und Künstlern. Und wir hören, wie bereits angekündigt, noch einmal Josef Schmidt. Schmidt, einer der bestbezahlten Künstler seiner Zeit, war nicht nur in Film und Funk zu Hause, sondern auch in den Synagogen. Und so hat er im Jahre 1929 in der Synagoge der jüdischen Reformgemeinde zu Berlin Lieder aufgenommen, die religiöse Lieder waren. Und das waren Lieder mit Orgel- und Chorbegleitung. Für orthodoxe Ohren wieder ein Gräuel, denn in der Synagoge darf vor allen Dingen auch am Schabbat nicht musiziert werden. Und auch Kantoren wissen es, Orgelspielen ist Arbeit, harte Arbeit. Und Josef Schmidt war in der reformjüdischen Gemeinde und er singt uns nun ein Lied, und das ist das ja wie so eine Art zentrale Glaubensbekenntnis des Judentums, das Schma Israel. Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins. Amen.
Glückel von Hameln, Geschäftsfrau, 13, 14 Kinder aus Hamburg. Nach dem Tode ihres Mannes übernahm sie die Geschäfte. Sie hatte Kontakte durch ganz Europa. Man muss sich vorstellen, 17. Jahrhundert ist die also von Kopenhagen nach Amsterdam, dann wieder dorthin nach Wien und so weiter gereist. Und als sie älter wurde, hat sie beschlossen, ihre Lebenserinnerungen aufzuschreiben. Sie war die erste deutsche Frau, die das getan hat, ihre Memoiren zu schreiben. Welche Sprache hat sie benutzt? Deutsch, Judendeutsch, das Jiddisch. Und warum hat sie das gemacht? Für ihre Kinder, damit ihr wisst, von was für Leuten ihr her seid. Dann kam die Aufklärung, bekannteste Figur Moses Mendelssohn, natürlich der deutsche Sokrates, andere haben ihn den jüdischen Luther genannt. Dann habe ich die Frauenrechtlerin Bertha Pappenheim porträtiert, die sich vor allen Dingen auch im Kampf gegen den Mädchenhandel engagiert hat. Für die Zeit der Shoah als eine Stimme für 6 Millionen Anne Frank. Als Beispiel für einen Vaterjuden und für eine große Freundschaft. Ja, da kann ich vielleicht mal fragen, vielleicht wissen Sie, wer es ist. Das Zitat von ihm heißt: Ich bleibe, was ich immer war, halb Judenbalk und halb ein Goy. Eins aber weiß ich klipp und klar, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Wolf Biermann. Ich habe gerade am vergangenen Wochenende erst einen Vortrag gehalten auf der Jahrestagung der christlich-jüdischen Gesellschaften. Wolf Biermann und seine Jüdischkeit. Ein unglaublich spannendes Thema. Ich hatte den Auftrag bekommen, da was zu machen und war dann selber überrascht, also was ich da für Dinge entdeckt habe. Ganz, ganz spannende Geschichte. Für die Zeit der DDR stellvertretend, Sie alle kennen Paul Panke, nehme ich an, und auch das Lied von 1989, Langeweile, über die alten Männer, André Herzberg von der Gruppe Pankow, der dann der aus einer jüdischen Familie stammt und sein Judentum eigentlich erst entdeckt hat nach dem Mauerfall. Für die Gegenwart habe ich eine wunderbare Frau gewählt, mit der wir viele Projekte gemeinsam machen. Sie wurde in einer Stadt geboren, in die sie nie wieder zurückkehren kann, in Tschernobyl. Über Israel kam sie dann nach Europa, weil sie in Wien Operngesang studieren wollte. Aber dann hat sie gesagt, nee, das ist mir zu wenig, ich will auch eine Ausbildung zur Kantorin machen. Ihr Urgroßvater war Kantor gewesen und die Rede ist von Svetlana Sveta Kundisch, Kantorin der reformjüdischen Gemeinde in Braunschweig. Wir hören Sveta mit Psalm 22, Eli, Eli, auf Jiddisch Loma Asaftoni, Eli, Eli, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Feuer und Flammen hat man uns gebrennt und auch überall gemacht uns zu Schand und Spott. Es fängt jetzt erst an zu rauschen. Oh,
Gibt es jemand hier, der oder die Jiddisch spricht? Niemand? Och, bin ich der Einzige? Dann, aber Sie alle sprechen ein bisschen Jiddisch. Zum Beispiel hoffe ich, dass Sie den heutigen Abend Dufte finden. Und ich hoffe auch, dass keine Ganoven kommen und uns Meschuppe machen hier zum Beispiel. Ja, und wir als Künstler hoffen natürlich immer, dass wir nicht Pleite machen. Pleite kommt auch aus dem Jiddischen und bedeutet so viel, ja, was man macht, wenn man Pleite macht, sich so ein bisschen davonstehlen einfach. Wir hoffen natürlich immer auf den großen Reibach, der aber meistens ausbleibt. Ja, aber bevor ich jetzt noch mehr Stuss erzähle hier oder sie womöglich verkohle, und wir uns dann noch zoffen, schweige ich lieber. Jiddisch ist eine ungefähr 1000 Jahre alte Sprache, entstanden dort, wo sich die Juden angesiedelt hatten, im 10. Jahrhundert, 900 aufwärts in der Rheingegend. Ich war gerade zum ersten Mal in meinem Leben in Speyer. Und Speyer ist ja einer neben Worms und Mainz der Städte für das nicht nur für das deutsche Judentum, sondern weltweit für das sogenannte aschkenasische Judentum, das europäische Judentum, die Wiege. Und dort liegt auch die Wiege der jiddischen Sprache, das alte Mittelhochdeutsch. Und als die Juden 1350 Pestpogrome zum ersten Mal, wenn sie nicht ermordet worden waren, von Deutschland vertrieben wurden. Sie flohen ostwärts in ein Land, in das sie damals mit offenen Armen aufgenommen wurden, ins Königreich Polen. Sie ließen sich dort nieder. Das Königreich Polen ging damals fast von der Ostsee bis runter zum Schwarzen Meer. Sie ließen sich dort nieder und nahmen dann im Laufe der Zeit Elemente der slawischen Sprachen ihrer Umgebung auf. So dass man sagen kann, Jiddisch, der Wortbestand etwa 70% aus dem alten Mittelhochdeutschen, 10-15% Loschen Koidesch, die heilige Sprache, das Hebräisch-Aramäisch der Bibel, und 15-20% slawischen Ursprungs. Und Jiddisch wird mit hebräischen Buchstaben geschrieben, alle Lieder von Morkre gebürtig. Es gibt, vor der Shoah waren es etwa 11-12 Millionen, die Jiddisch gesprochen haben. Heute sind es, keiner weiß es genau, vielleicht 1 Million, 1,5. Aber es gibt eine Menge Leute, auch junge, für die Jiddisch, die jiddische Sprache und die Kultur, die damit verbunden ist, sehr wichtig ist, auch heute. Und einen kennen sicherlich die meisten von Ihnen, Daniel Kahn. Er war ja auch schon öfter hier in Leipzig, der sich selbst ja als Klezmer oder mal als Klezmer-Punk bezeichnet wurde. Sehr erfolgreich weltweit, wird jetzt auf dem Jiddisch Festival in New York Ende des Jahres mit dem höchsten Jiddisch-Preis ausgezeichnet. Von Daniel Kahn hören wir jetzt auch ein Lied in jiddischer Sprache. Und das stammt von Mordechai Gebirtig. Mordechai Gebirtig ist für alle, die ja im Jiddischland heute leben, eine sehr zentrale Figur, der Vater des jiddischen Liedes. Ich habe 15 Jahre in Krakau, in Kasimirsch gewohnt, in der Nachbarschaft von Mordechai Gebirtig, wo er 1877 geboren wurde.
Und ja, und irgendwann habe ich dann gedacht, ich muss mal ein kleines Büchlein über ihn schreiben. Gebürtig wurde 1942 im Krakauer Ghetto ermordet, doch 170 seiner Gedichte, Lieder haben überlebt und werden bis heute weltweit gesungen. Daniel Kahn ist einer der wichtigsten und Daniel übersetzt auch aus anderen Sprachen ins Jiddische. Zum Beispiel Stücke von Bob Dylan, von Leonard Cohen, von Tom Waits, Bruce Springsteen. Und er hat das Halleluja von Leonard Cohen, was Sie wahrscheinlich alle kennen, hat er ins Jiddische übersetzt und ist auf YouTube, ist das inzwischen, glaube ich, über 3 Millionen Mal angeklickt worden. Also Jiddisch ist keine Todessprache, sondern Jiddisch lebt. Und in Deutschland singt es auch noch Wolf Biermann. Wolf Biermann hat auch gebürtig Lieder ins Deutsche übertragen. Früher, inzwischen ist sie gestorben, Eva Maria Hagen. Und Bettina Wegner lebt noch, ganz berührend, Hungrig dein Kätzele von Bettina Wegner. Wir hören jetzt Daniel Kahn mit Der Singer von Neut, Sänger der Not. So hat sich gebürtig selber gesehen, denn es stimmt ja kein antisemitisches Klischee so wenig wie das vom reichen Juden. Natürlich gab es immer und überall reiche Juden, so wie es immer überall auch reiche Sachsen und Mecklenburger und so weiter gab. Aber vor allen Dingen in Osteuropa 60, 70, 80% der Judenheit lebte an oder unter der Armutsgrenze. Die meisten waren sogenannte Luftmenschen. Das heißt, sie lebten von Luft und Liebe und dem Vertrauen, dass der Herrgott sie irgendwie über den Tag und auch über den Nächsten bringen wird. Und diesen Luftmenschen hat gebürtig, er war ein sehr sozial engagierter Mensch, viele Lieder gewidmet und er selbst gebürtig sah sich eben als Singer von Neut, als Sänger der Not. Daniel Kahn, aufgenommen in Krakau. Marscher Singer, bist noch in dein Fach nicht geniegt. Du kriegst nur in Wirsche Häfen, zu hat dort ein Orkland am Lied. Du kriegst nur in Wirsche Häfen, zu hat dort ein Orkland am Lied. Die Reiche, die satte Magnaten, sie lebt mit dein treurig Gebiet. Von Seder bekommst du kein Groschen, zu Seder, der gerechnet dein Lied. Von Seder bekommst du kein Groschen, zu Seder, der gerechnet dein Lied. Du willst auf dein Singen mehr willen, Geld euch verdienen dabei. Geh such sei Urne Heifach und sing deine Lila vor sei. Geh such sei Urne Heifach, geh sing deine Lila vor sei. Jo sing sei das Lied von Helen, das mörke Lied von Neut, von finstere Käute geschrieben. Uns kuhlt der Maler von Teut, von finstere Käutige Stiebler. Uns kuhlt der Maler von Teut, wir singen sie die treue Liebe. Sie sind geschaffen für sie, ein Lille wird dort begleiten. A Hilke kehr jungen Geschrei, dein Lille wird dort begleiten. A Hilke kehr jungen Geschrei. Ein Lied aus den Stieblech der Armen, wo's huljet der Malach von Teut, wo's tobt und wütet der Todesengel und aus denen ahilchiker Jammergeschrei ein laut tönendes Jammern nach außen klingt. Mordechai gebürtig
war ein prophetischer Mensch und er hat im Jahre 1936 ein Lied geschrieben, das brandaktuell ist. Polen, die Juden hatten nach dem Ersten Weltkrieg ein vergleichsweise gutes Leben unter einer sozialdemokratischen, offenen Regierung. Dann kamen die polnischen Nationalisten an die Macht. Nur ein Katholik ist ein Pole. Alle anderen Minderheiten wurden unterdrückt, auch die Juden ganz besonders. Und wenn was von oben erlaubt wird, wird es unten getan. Antisemitismus gehörte für diese Regierung zur Staatsräson und im März 1936 kam es in der Kleinstadt Pszczytyk südlich von Warschau zu einem Pogrom von katholischen Bauern gegen jüdische Einwohner dieses Dörfchen und daraufhin hat gebürtig ein Lied geschrieben, das den Titel trägt, Es brennt. Es brennt, Brüder, ach, es brennt. O unser armes Städtchen, wehe, brennt. Feuerstürme jagen, gieren, reißen, brechen und entfachen, stärker noch die wilden Flammen, schon alles ringsum brennt. Und ihr steht und guckt asäusig mit verlegter Hand. Und ihr steht und guckt asäusig, unser Städtel brennt. Und ihr steht und guckt und gafft nur mit verschränkten Händen. Und ihr steht und guckt und gafft nur, unser Städtchen brennt. Die letzte Strophe dieses Liedes ist ja wahrscheinlich einer der wichtigsten überhaupt, die in jiddischer Sprache geschrieben wurden. Es brennt, Brüder, ach, es brennt. Die Hilfe liegt allein in euren Hemd. Wenn das Städtchen ist euch teuer, nehmt die Eimer, löscht das Feuer, löscht mit eurem eigenen Blut, beweist, dass ihr das könnt. Steht nicht, Brüder, dumm herum nur mit verschränkten Hemd. Steht nicht, Brüder, löscht das Feuer. Unser Städtel brennt. Meine Frau, sie ist polnische Muttersprachlerin und ich hatten gebürtig Es brennt mal in Warschau vorgetragen, sie auf Polnisch, ich auf Jiddisch. Und als wir geendet hatten, sprang eine alte Dame im Publikum auf und rief To moja piosenka, das ist mein Lied. Und dann erzählte sie ganz spontan, wie sie im Januar 1945, als Krakau von der Roten Armee befreit wurde, als fünfjähriges Mädchen zum ersten Mal nach langer Zeit ihr Kellerversteck verlassen konnte, ans Tageslicht kam und das Erste, was sie hörte, so erzählte sie, war Es brennt von Mordechai gebürtig. Und sie sagte, in der Schule auf Treffen von Überlebenden gab es für uns immer eine Hymne und das war Es brennt von gebürtig. Und gerade die Zeilen, die Hilfe liegt allein in euren Händen, nehmt die Eimer, löscht das Feuer, sagte sie, waren mein Lebensmotto geworden. Nur dadurch konnte ich das alles, konnte ich weiterleben, all das, was ich erlebt hatte. Und das gab mir immer wieder die Kraft, die Eimer zu nehmen und die Feuer zu löschen. Esther Bejarano. Ich sehe, viele kennen sie. Esther ist im Juli 2021 gestorben und es war ihr Lieblingslied, das dem Buch den Titel gegeben hat. Esther Bejarano
war bis zuletzt, bis Corona, unaufhörlich unterwegs, inzwischen schon Mitte 90, viel auch an Schulen gewesen. Also ich habe mich immer gefragt, wie schafft die das? Also sie war so ein Energiebündel. Und sie hat auch in einer Band gesungen, in der Kölner Hip-Hop-Gruppe Microphone Mafia, einer Band, deren Mitglieder drei Generationen, drei Religionen und drei Nationen angehörten. Und ihre Konzerte beendete sie immer mit einem jiddischen Lied. Das war eben ihr Lieblingslied. Und es stammt von dem Dichter Leib Rosenthal und geschrieben hat er es 1943 im Ghetto von Wilna. Mir leben ewig, mir sennen da. Mir leben ewig in jeder Schau, Stunde. Mir werden leben und der leben, schlechte Zeiten rüberleben. Mir leben ewig, mir sinnen dort. Das jiddische Wort ewig hat eine doppelte Bedeutung, ewig und trotzdem. Und Esther hatte in ihrer Übersetzung des Liedes die zweite Variante gewählt und damit für mich zugleich die Überschrift für das gegenwärtige deutsche Judentum gesetzt und man muss jetzt sagen, für das Judentum weltweit. Wir leben trotzdem. Wir werden leben und erleben und schlechte Zeiten überleben. Wir leben trotzdem. Wir sind da. Wir leben ewig, wir sind da. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie trotz der erhöhten Raumtemperatur so aufmerksam zugehört haben. Und ja, Esther ist nicht mehr da, aber wir sind noch da und wir können Ihr Werk fortsetzen. Das ist dringender nötig denn je. Ganz herzlichen Dank. Fragen gibt. Ein paar Minuten hätten wir noch. Ein, zwei, drei Fragen. So.
zuzulassen. Ich kann ja kurz den Werbeblock dazwischen machen. Es gibt heute eine der letzten Gelegenheiten, wer es noch nicht hat, sich dieses Buch mitzunehmen. Der wunderbare Homunculus Verlag hat leider wie so viele andere gerade das Zeitliche gesegnet und es gibt nur noch Restexemplare bei mir. Die Frage ist, wie lange noch? Also nutzen Sie die Gelegenheit, beide Bücher, ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen und für diejenigen, die es feiern, es ist ja auch schon bald Weihnachten, wenn man da an die Enkel und Kinder denkt, die anderen an Chanukka, dass man nicht nur Chanukka-Geld, sondern auch ein Büchlein mitbringt. Ja, das war der Werbeblock und... Fragen? Wie haben Sie das recherchiert? Haben Sie vieles schon gewusst? Wo sind die Quellen her für diese ganzen Biografien? Also sagen wir mal so, ich beschäftige mich ja mit dem Thema seit Kindheitszeiten, von daher war ein gewisses Wissen da. Und ja, und dann war ich zum Glück noch relativ rechtzeitig in Heidelberg in der Bibliothek der Jüdischen Hochschule, die sehr gut ausgestattet ist. Da habe ich ungefähr 5000 Seiten abfotografiert, gerade noch rechtzeitig, bevor wegen Corona geschlossen wurde. So, und dann wurden alle Programme, Veranstaltungen, die ich hatte, wurden abgesagt. Und von daher hatte ich in meiner Wahlheimat in einem Dreihäuserdorf in Istrien, in Kroatien, genügend Zeit, da ein Jahr lang wirklich intensiv zu schreiben auch. Und da war auch dann die moderne Technik ein Segen, dass wenn man dann noch Fragen hatte oder die Biografien, kurz Biografien noch lebender Personen, habe ich ja dann alle absegnen lassen, autorisieren lassen, dass man dann eben sich auf Zoom oder Skype kurz schließen konnte. Aber die meisten Leute, die porträtiert sind, die kannte ich sowieso und da war das alles auch kein Problem. Gebürtig hat ein bisschen länger gedauert, weil da hieß es immer, es gibt übergebürtig nichts. Und dann habe ich mal angefangen zu recherchieren und habe dann sogar noch in Israel in einem Archiv ein Gedicht gefunden, das bisher noch nicht veröffentlicht worden war irgendwo, wo ich da in den alten, das war ein unglaubliches Gefühl, in diesen original von ihm geschriebenen Schreibheften, die aus dem Ghetto geschmuggelt wurden. Er hat es geahnt, dass er ermordet werden sollte und hat am Abend vorher seine Töchter, die Freundinnen auf der anderen Seite, auf der arischen Seite hatten, dass die seine Hefte mit den Liedern noch rausgeschmuggelt hatten. Und dann waren sie verschollen, dann in New York, im JIWO, Jiddischen Wissenschaftlichen Institut, aber auch im Moreshet Kibbutz im Archiv. Und da lagen dann diese Originalhandschriften. Und da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Und da gucke ich die da so durch und sitze da und da denke ich, na das kenne ich doch überhaupt nicht, wie kann das sein? Ja, und da war das meine Schomme, meine Seele heißt das. Und ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, da waren die Recherchen dann schon 4 Jahre lang in Archiven in Polen, in der Ukraine, in Israel, USA und eben dank moderner Technik auch in Melbourne oder in Kalifornien oder was weiß ich wo. Ja, das macht mir auch Spaß, das Recherchieren. Hier vorne ist noch eine Frage. Also was uns bedrückt und berührt, das ist ja die momentane Gegenwartssituation, dass antisemitische Dinge so sehr ins Mittelfeld unseres Landes, unserer Gesellschaft getragen werden, auch nach außen, auf die Straßen. Das war bis, sagen wir mal, vor dem Konflikt in Israel und Palästina
war das noch nicht so krass deutlich. Aber was jetzt passiert, das ist schon beängstigend. Ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen aus Ihrer Sicht, dass, weil sich das alles auch so vermischt und gar nicht mehr klar zu trennen ist. Also es ist, also wir hatten letzte Woche noch mit unserer jüdischen Gemeinde, reformjüdischen Gemeinde in Krakau, hatten wir eine Zoom-Konferenz organisiert mit einem Freund von uns, Mark Lazar, Educator, also wie sagt man, er tourt durch die Welt, hält Vorträge mit Schulklassen, mit Reisegruppen und so weiter. Wir kennen uns seit vielen Jahren und er kommt eigentlich aus Kalifornien, hat also auch ein kalifornisches sonniges Gemüt. Und wo ich ihn dann auf dem Bildschirm sah, habe ich nur gedacht, ey, Marc, du siehst, ich habe es nicht gesagt, aber meine Frau sagt das Gleiche, er sieht 20 Jahre älter aus. Er war aus Aschkelon evakuiert worden und saß in Kfar Saba, glaube ich, in einem Bunker und hat da mit uns also diese Zoom-Konferenz gemacht. Und was er erzählt hat, übersteigt nochmal das, was aus den Medien hier bekannt ist. Und von daher habe ich mich in den letzten zwei Wochen mit einer ganzen Reihe sogenannter Freunde, auch Facebook-Freunde, auch aus der linken Szene eher entfreundet. Und ich kann auch keinen mehr hören, der anfängt, ja, aber. Ja, aber die Israelis sind doch selber schuld. Aber, habe ich gesagt, ich finde Netanyahu auch total scheiße. Und was er die letzten Jahre gemacht hat, furchtbar. Aber jetzt ist nicht die Zeit, ja, das Aber so rauszuhängen, sondern jetzt ist Zeit, Solidarität zu zeigen. Einfach mit dem. Und wir als Deutsche, wir haben sowieso schon mal überhaupt kein Recht, den Israelis irgendwelche Ratschläge zu geben und so weiter. Und das habe ich einigen Leuten klipp und klar gesagt, meinen Standpunkt. Und da war auch klar, also da ist meine, ich finde Netanyahu furchtbar. Er ist ein ganz furchtbarer Mensch und Politiker. Und auch diese Rechtsnationalisten in der Regierung, alles furchtbar. Und es hat ja, das war ja das Zeichen, dass Israel eine Demokratie ist, dass es da über Monate hinweg die Proteste gab. Und unser ganzer Freundeskreis aus Israel war auf diesen Protesten dabei, auch der Mark und seine Kinder. Aber er sagte, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir zusammenstehen. Und jetzt kämpfen wir gemeinsam und dann, wenn hoffentlich bald alles vorbei ist, dann können wir innenpolitisch dann abrechnen. Das heißt natürlich nicht, dass mir auch diese Palästinenser furchtbar leid tun. Aber es ist doch klar, dass die Hamas die eigenen Bewohner als Schutzschild benutzt und so weiter. Und die Mörder, die da gekommen sind, die haben ja nicht gerufen Free Palestine, sondern Allahu Akbar. Also es geht denen doch gar nicht um einen eigenen Staat, sondern allein um Vernichtung von Israel. Und weil ich in Israel viel, viel gute Zeit verbracht habe, angefangen vom Wetter bis zum Essen und viele, viele gute, nette Menschen dort habe, und dadurch, dass ich Jiddisch spreche, ja auch an Orten in Mea Shearim oder Bnei Brak, wo man als normal nicht Jiddisch sprechender gar nicht reinkommt. Und ja, da bin ich also ganz klar und eindeutig positioniere ich mich da. Und ich komme ja gerade auch von einer Konferenz gegen Antisemitismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern, wo jetzt ein Aktionsplan erstellt werden soll, wo ich nur gesagt habe, ah, toll Mensch, dass ihr aufwacht. Und man wird ja fast zum, manchmal kann man ja zynisch werden. Und wo ich letztes Wochenende auf der Jahrestagung des Deutschen Koordinierungsrats der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit war, alle Jüdinnen und Juden, die da waren, haben dasselbe gesagt. Dieser 7. Oktober war ein Einschnitt. Und es gibt ein Vorher und ein Nachher. Und was jetzt kommen wird,
wir wissen es nicht. Und ja, ich bin da ratlos, aber was wir machen können, ist einfach, auch im wahren Sinn des Wortes, Flagge zu zeigen. Und ich habe da auch keine Probleme jetzt auch mit hebräischen Buchstaben. Und auch so jemand sagte, wie kannst du, wenn das jemand sieht? Und dann habe ich gesagt, ist mir doch egal. Weil einfach, warum soll man sich verstecken? Also Jüdinnen und Juden haben doch ein Recht, hier zu wohnen und frei zu sein. Also diese ganzen, ich habe noch nie so viel Polizei um mich herum gehabt wie die letzten Tage. Das kannte ich nur aus Wurzen oder so. Oder Chemnitz im Heckertviertel, wenn ich da schon mal Veranstaltungen hatte, weil da irgendwelche Rechten irgendwas angekündigt hatten. Aber jetzt, auch in dem Hotel, wo die Jahrestagung war, vorne ein ganzer Mannschaftswagen, um die Ecke Zivilstreife und das ist doch nicht normal. Und ja, und da einfach Eimer nehmen, Feuer löschen, Maul aufmachen, sag ich mal, und nicht so da stehen, sondern ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten was zu tun. Das kann jeder von uns.